gab ein Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Was war, ist vergessen, geht wieder bei Null los und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. 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 Und der nächste, let's bring. Hopp. 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 Vor dem Abgrund. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe ein Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los und
Da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hop. 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 Und der nächste, let's bring. Hop. 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 Ja, dann sage ich herzlich willkommen an euch alle zur Pressekonferenz vor unserem Spiel gegen FC Rot-Weiß Koblenz am Sonntag, dem 21. um 14 Uhr, Anstoß im Stadion Oberwerth in Koblenz. Ja, Gästetickets gibt es im Online-Shop des FC Rot-Weiß Koblenz oder ganz klassisch eben an der Tageskasse vor Ort. Übertragen wir das Spiel im Pay-TV auf unserem OFC-Kanal auf Leaks oder als kostenlose Radiooption direkt auf der Website oder auch auf Leaks. So, begrüßen darf ich heute Jakob Lemmer. Hi. Hi. Und Alex Schmidt, hallo. So, Jakob, bei dir ist es kein Wunder, dass du heute neben mir sitzt. Für dich ist es auch eine kleine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Was ist das für dich jetzt für ein Gefühl? Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, wieder zurückzukehren, da wo ich ein Jahr gespielt habe und ja, wieder im Stadion zu sein, in der Kabine dort zu sein. Und mit alten Mitspielern wieder auf dem Feld zu stehen, gegen die zu spielen, ja, freut mich auf jeden Fall. Wird dir aber auch nicht schwerfallen, jetzt alles für den OFC zu geben gegen eine alte Mannschaft? Nee, auf keinen Fall. Also ich spiele ja schon länger hier und deswegen weiß ich, was das bedeutet, wenn die Fans auch mitfahren nach Koblenz und da werfen wir alles rein. Sehr gut. Alex, in der letzten Saison waren es keine leichten Spiele gegen Koblenz. Ein Punkt wurde insgesamt geholt. Es ist ein schwer zu bespielender Gegner. Was erwartest du von der Mannschaft von Olli Reck? Ja, ich habe mich mit dem Lemmy schon ausführlich unterhalten über Koblenz. Ich erwarte natürlich schon ein schweres Spiel, verbissenes Spiel. Ich habe es ja auch gegen Homburg gesehen, wo sie etwas eigentlich zu Unrecht dann am Schluss raus verloren haben. Ja, hätten den Ausgleich verdient gehabt. Ja, und wir wollen natürlich nicht den Fehler machen, den wir in Worms gemacht haben, dass wir da irgendwie in Rückstand geraten, dass das Spiel fahrig wird. Wir wollen unser Spiel durchziehen und das erste Auswärtsspiel war uns eine Lehre, das darf uns nicht mehr passieren. Alles klar, dann erstmal vielen Dank für die ersten Statements und dann eure Fragen bitte. Ja, Jakob, wenn du schon als Experte da bist für Koblenz, wie viel von vom alten FC Rot-Weiß Koblenz, den du kanntest, steckt jetzt aktuell noch im neuen? Ich meine, du bist ja nicht der einzige Abgang gewesen. Es gab dann auch noch einen Trainerwechsel. Wenn du es jetzt mal so ein bisschen so zusammenfassen würdest, von der Spielweise, hat sich da viel geändert? Also ja, es sind schon viele, viele Neuzugänge gekommen. Ich glaube, nur acht Spieler sind geblieben. Trainerwechsel, also schon eine sehr neue Mannschaft.
Aber Koblenz ist immer eklig zu spielen. Die kommen über Laufintensität und über den Kampf und ja, da müssen wir gegenhalten. Alex, du hast angesprochen, ihr wolltet, sag ich mal, nicht unbedingt den Fehler von Worms wiederholen. Inwiefern war jetzt das Spiel gegen Hoffenheim, auch wenn es vermutlich eine komplett andere oder sagen wir eine andere Spielweise war des Gegners, inwiefern war das jetzt für euch hilfreich auf diesem Weg hin jetzt Richtung Koblenz? Es war von zusätzlichem Selbstvertrauen natürlich die Rede, dass ihr getankt habt, aber euch wird ja eine andere Aufgabe erwarten. Ja, natürlich war jetzt das Spiel gegen Hoffenheim war ein tolles Fußballspiel. Ja. Ich glaube, das hat allen Zuschauern gefallen, ja, auch wenn es am Anfang nicht so gut gestartet ist für uns. Aber es wird halt vielleicht wieder ein komplett anderes Spiel. Ja. In Worms war es kein Fußballspiel, es war irgendwas. Ja. Gegner habe ich ja schon angesprochen, ja, bei der Meinung bleibe ich. Gegen Hoffenheim sind wir halt auf eine gute Mannschaft getroffen, die Fußball spielen wollte, ja, die ihre Prinzipien gehabt hat, ja, die einfach gute Spieler in ihren Reihen hat, ja, die einfach selber auch das Spiel gestalten wollten. Von daher hat es ein gutes Fußballspiel gegeben. Jetzt in Koblenz muss ich sagen, sie werden natürlich auch mit, ich erwarte schon lange Bälle, ja, dass sie mit langen Bällen agieren. Ja, das ist halt so, das wird wieder so sein. Aber das darf uns nichts ausmachen. Ja, wir dürfen da nicht verwundbar sein. Ja, wir haben uns da in den letzten Tagen gut vorbereitet, dass wir da entsprechend verteidigen, den ersten, zweiten Ball und so weiter. Und ja, Hoffenheim-Spiel hat uns auch vom Kopf her gut getan. Ja, ich habe so das Gefühl gehabt, dass sie die Mannschaft ein bisschen besser jetzt gefunden hat nach der Vorbereitung, nach dem ersten Misserfolg gegen Hoffenheim. Haben wir vom Kopf her was getan für unser Selbstvertrauen, ja, weil die Mannschaft war schon nach dem ersten Spiel schon geknickt, ja, weil es hat sich halt jeder anders vorgestellt, ja, ich auch als Trainer. Und das war wie so ein bisschen Befreiungsschlag. Man hat gesehen, was die Mannschaft leisten kann. Ja. Wir haben mit Garcia, Derflinger, auch Saric, als er reinkam, Jopek, wirklich ein sehr, sehr gutes Mittelfeld gehabt. Mayrose hat seinen Job gut erledigt. Vorne, die Stürmer haben sehr gut gespielt. Ja. Fast alle haben getroffen. Ja. Jetzt Hosi hat nicht getroffen, hat aber ein sehr gutes Spiel gemacht. Also alles in allem haben wir Selbstvertrauen getankt. Und das ist jetzt auch eben notwendig in Koblenz, dass wir da, so wie der Lemmy gesagt hat, diese Mischung finden aus Spielwitz, aus Kreativität und aus Power, aus Zweikampfhärte, Zweikampfstärke. Standards müssen wir gut verteidigen, ja, da sind sie ganz, ganz ordentlich, ja, hohe Bälle. Standards haben sie jetzt auch im letzten Spiel, haben sie es 1-0 so erzielt und da müssen wir einfach aufpassen. Jetzt sitzt hier ein Spieler, der in den bisherigen drei Pflichtspielen doch auch insgesamt viel Selbstvertrauen getankt hat, glaube ich, alle drei durchgespielt. Du hattest ihm, wenn ich es richtig gesehen hatte, im Test gegen diese Stadtauswahl auch die Kapitänsbinde gegeben. Vielleicht insofern mal eine Frage an beide, an den Trainer, was war der Gedanke dabei und an Jakob, jetzt auch vielleicht unabhängig von dieser Geschichte mit der Kapitänsbinde, wie empfindest du die Wertschätzung, die du aktuell beim OFC genießt im Vergleich zu der Zeit vor deiner Leihe in Koblenz? Lemmy. Also auf jeden Fall ist es gerade sehr gut. Ich bekomme Spielpraxis, was das Wichtigste ist in meinem Alter und generell. Einfach zu spielen, deswegen fühle ich mich richtig gut im Moment. Und genau das war das Ziel, nach der Leihe hier zurückzukommen und da alles reinzuhauen. Und im Moment läuft es einfach echt gut. Vielleicht nochmal Alex? Ja, Vorbereitung war es ja so, dass man ja gesagt hat, okay, du hast nur den oder den Jungen dabei. Und es war schon in den ersten Tagen einfach ersichtlich, dass der Lemmy von der Zweikampfhärte, von der Robustheit, von der Schnelligkeit und vom Willen her, vom Herz, von der Mentalität her einfach ja, da irgendwie raussticht. Ja, das hat sich dann halt alles bestätigt in den Spielen. Ja, diesen Power, diese Mischung aus Spielwitz und Schnelligkeit und Tiefgang. Ja, und ich glaube, aus meiner Erfahrung raus kann ich sagen, dass wenn er so weiterspielt, dass das was Gutes wird mit ihm. Er darf nur nicht den Fehler machen, dass er dann zu früh irgendwie von Dingen träumt. Ja, das wäre jetzt noch verfrüht.
Ja, also er muss über ein, zwei Saisonen konstant hier spielen, konstant seine Leistung bringen und dann kann man über alles Weitere nachdenken. Dann nochmal zurück zur Koblenz bzw. der Spielvorbereitung. Sebastian Jelinicki war zuletzt ein bisschen angeschlagen, Achillessehnenprobleme. Es gab dann auch noch so den einen oder anderen, der auch aufgrund der vergangenen Wochen jetzt noch nicht so unbedingt so hundertprozentig so im Fluss war. Wie sieht es da aktuell aus? Ja, man merkt halt einfach, dass sich das Spiel geändert hat, das Training geändert hat, ja, im Vergleich zum letzten Jahr, wo es vielleicht nicht so intensiv war, weiß ich nicht, kann jetzt nicht so beurteilen, nur das, was ich gehört habe, was mir die Spieler auch sagen, ja, dass sie halt einfach, nicht so intensiv gespielt haben und macht sich bei dem einen oder anderen bemerkbar. Wir haben im Prinzip sehr lange jetzt gar keine Verletzten gehabt, wirklich keinen einzigen. Jetzt haben wir ein, zwei Fragezeichen, ja, wenn wir sehen müssen, wie es fürs Wochenende aussieht. Wer sind jetzt aktuell die Fragen? Ja, will jetzt nur nicht so öffentlich sagen, nicht wegen euch, aber will jetzt auch nicht die Koblenzer sofort alles verraten. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Da möchte ich gerne noch was erwähnen. Unsere zweite Mannschaft hat am Wochenende auch ihren Saisonauftakt. Sie spielen morgen um 16.30 Uhr hier am Wiener Ring gegen FC Dietzenbach und würden sich natürlich auch über zahlreiche Zuschauer freuen. Und auch unsere Kickers Frauen sind am Sonntag dran um 17 Uhr beim TSV Schott Mainz. Also alles Gute an die beiden Mannschaften. Vielen Dank.